Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und nein, keine Angst, ihr seid nicht in eine Zeitmaschine gefallen. Ich spiele tatsächlich das Telekommando kehrt zurück und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, ich habe mir beim Longboardfahren vermutlich den Arm gebrochen, dieser ist derzeit eingegipst und somit bleibt mir nur meine rechte Hand, um irgendwelche Spiele zu bedienen und die logische Konsequenz ist, dass ich eben Point-and-Click-Adventure spiele und da habe ich mir jetzt einfach mal aus den 90er Jahren dieses Telekommando geschnappt und ja. Wollen wir mal anfangen, ne? Mein Name ist Herr B. Punkt. So. Ewig her, dass ich das mal gespielt habe. Bin ja mal gespannt, ob das von euch noch einige kennen. Wenn ihr das auch gespielt habt, einfach in die Kommentare schreiben und können wir ein bisschen drüber diskutieren, wie geil das damals war mit diesen Point-and-Click-Adventures, mit diesen Werbe-Point-and-Click-Adventures. Also das ist ja nochmal ein besonderes Genre. Hat ja mit Monkey Island oder hier, wie heißt denn der andere Kram da? Menschen. Ne, schon drüber gesprochen, als ich Bunker vorgestellt hatte. Und dadurch bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen, das jetzt mal anspielen zu wollen. Aber genug gelabert, ab ins Spiel. Hier haben wir also das Gebäude, wo wir hin sollen. Wir haben die Eingangshalle, wir haben unseren geilen weißen Servicewagen von der Telekom und eine Hecktür, die wir doch gleich mal öffnen wollen. Und dann schauen wir mal da rein und dann nehmen wir uns doch einfach mal die Sachen daraus. Oh, ich fühle mich gerade irgendwie 100 Jahre zurückversetzt. Schließe die Hecktür und dann gehen wir mal zur Eingangshalle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich muss so 13, 14 gewesen sein. Da werden wir schon begrüßt. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, mein Name ist B. Von Telekom. Das ging aber schnell. Sie werden schon erwartet. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl. Bla, bla, bla. Ganz schön warm heute, finden Sie nicht? Ja, wem sagen Sie das? Im Radio haben Sie vorhin wieder Hitze angekündigt. Na, bei dem Wetter wünsche ich Ihnen viel Spaß. Hoffentlich wird es nicht so schlimm wie gestern, aber hier im Gebäude scheint es ja besonders heiß zu sein. Gibt es denn keine Klimaanlage? Habt ihr sowas nicht? Geben tut, Alter, geben tut. Naja, geben tut ist sie schon, aber sie ist wohl gerade kaputt gegangen. Gut, ich mach mich mal an die Arbeit. Betrachte Bild, wollen wir Bild? Ne, wir wollen den Aufzug. Wir sind faul, wir fahren mit dem Aufzug. Vierter Stock. Jetzt brauche ich nur noch auf einen der Knöpfe. Das habe ich doch. Huch, was war das? Klingt so, als wäre der Aufzug kaputt. Das Geräusch kam von oben. Geräusche, die von oben kommen? Treppenhaus. Achso, da war was. Ich erinnere mich. Treppe. Die Treppe hier ist abgesperrt, aber da ist noch ein Schild. Auf dem Schild steht Vorsicht, frisch gestrichen. Zurzeit werden im ganzen Haus die Treppen renoviert. Aha, so, so. Und was jetzt? Tja. Oh, Schrank. Öffne Schrank. Guck in Schrank. Oh, nimm Sachen zurück. Und den kann ich nicht. Kantine, nee, futtern wollen wir nicht. Aber in den Keller wollen wir. Irgendwie erinnere ich mich dran, dass ich in den Keller muss. Aha, 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 aha. Klimaanlage. Gibt's also Technikerin. Oh. Sprich mit Technikerin. Entschuldige bitte, wo befindet sich die Klimaanlage? Ist hier. Haben Sie gerade repariert? Hier ist alles in Ordnung. Okay. Sind wir uns da sicher? Was machen Sie hier unten? Ich bin gerade bei... Okay, bin gleich fertig. Komme ich nicht hin? Achso, weil sie im Weg steht. Gut, dann gehen wir vielleicht doch mal in die Kantine. So. Zur Kantine. Dun, 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 dun. Na, rein da. Oha, Mann, Frau, Datentypistin. Was ist denn... Das ist ja auch ein Beruf, der meiner Meinung nach schon lange ausgestorben ist. Hallo, ich komme von der Telekom, arbeite, prima. Mir geht heute alles runter und drüber, mein PC ist auch kaputt und ich sitze hier nur so herum. Ich bin hier, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Da haben Sie ja noch einiges vor. Stimmt. Na dann, viel Glück. Flaschen. Gucken wir uns die Flaschen an. Ah, Pfandflaschen. Brav. Sehr schön. Sprich mit Frau. Lieber nicht. Okay. Stellen wir den Mann. Nö, auch nicht.
Schild, gucken wir uns auch mal an. Speisekarte, Spinatauflauf mit gedünsteten, was auch immer, All Carben sind. Ups, und nein, das kann man doch nicht. Oder doch? Ich lese gar nicht erst weiter. Okay, Theke. Sieht alles recht exotisch aus. Nun gut, zurück zum Treppenhaus. Zurück zu Lück. Oh, gibt es hier noch irgendwas? Nee, habe ich alles angeguckt. Okay. Ob die Dame da unten wohl immer noch beschäftigt ist? Wir gehen noch mal in den Keller. Nein, sie ist weg. Lüftungsschacht. Ich könnte mal ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen, ne? Könnte ich machen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Lüftungsschacht. Ohne einen guten Plan krieche ich nicht durch Lüftungsschächte. Vernünftig. Abstellkammer. Und wir sind unsichtbar. Was denn da los? Egal, leider. Ja, dann nimm sie doch mit. Warum muss ich denn immer hier? Etwas älter. Fenster, Fenster offen. Ansonsten gibt's hier nix. Gut, aber wir haben immerhin eine Leiter. Jetzt könnten wir, so dünkt mir, gegebenenfalls den Fahrstuhl reparieren. Schauen wir mal. Zur Eingangshalle bitte. Ein bisschen schneller, wenn's denn geht, junger Mann. Wir werden hier zwar nach Stunden bezahlt, aber naja, lassen wir das. So, Leiter, die Leiter. Ist eine Leiter, was soll sie auch? Achso, benutze Leiter. Haha. Decke öffnen und ab nach oben. Und da sehen wir die Kabel schon hier rausgucken. Sieht ganz aus, als hätte jemand die Kabel mit Absicht herausgerissen. Benutze Werkzeug mit. Das habe ich schnell repariert. Zack, sieht doch schon besser aus. Na gut. Dann machen wir doch mal das hier wieder zu, nehmen die Leiter wieder mit und gucken mal, ob wir jetzt durch die Gegend eiern können hier. Ohohoho, ich bin so gut. Und soll ich euch was sagen? Ich habe kein Walkthrough oder sowas nebenbei liegen. Ich spiele das wirklich live gerade in dem Tempo durch. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten können. So, wen haben wir hier? Botenjunge. Sprich mit Botenjunge. Ich glaube, das spielt so ein Tetris-Ding da, ne? Ja, hier, Klotztriss. Was spielst du gerade? Nee, versuch doch mal. Nee, keine Zeit. Aber schön, dass wir geredet haben. Vorzimmer. Es ist, als wäre es gestern, dass ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe. Die Erinnerungen prasseln gerade so auf mein Hirn rein. Das ist unglaublich. Fenster, Feuerleiter, da konnten wir nicht drauf, ne? Ja, darf nicht. Ja, okay, PC. Hey, ziemlich gut aufgemotzt, die Kiste. Muss ich mir doch gleich mal ein wenig näher ansehen. Ah, großer Monitor, Tintenstrahldrucker, Tauchhäuser, das will ich mir nochmal von hinten ansehen. Als wär's eine Frau, ne? So, Serie, Parallel, Soundcard, Gameport? Und sogar ein internes Hochleistungsmodem. Wie geil ist dieser PC, bitte? Damit kann ich Daten ausdrucken. Tower können wir nicht. Faxgerät. Damit kann ich faxen. Faxen machen. So, ich glaube, das Faxgerät brauchen wir später noch. Muss ich mir mal merken, dass das hier im vierten Stock im Vorzimmer steht. Wir gehen mal zum Geschäftszimmer. Da wartet ja immerhin die Chefin auf uns. Von Umwelt 2000. Ja, dann wollen wir mal hier. Geschäftsführerin. Sprich mit Geschäftsführerin. Ja. Guten Tag, ich komme von der Telekom. Mein Name ist P-Punkt. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Derzeit befinde ich mich in einer misslichen Lage, da im ganzen Gebäude Probleme mit unserer Technik auftreten. Dort kriegen wir schon wieder hin. Das hoffe ich. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen müsste? Ja, es ist wichtig für unsere Stiftung, dass die für heute angesetzte Videokonferenz stattfindet. Dazu muss allerdings die komplette Technik instand gesetzt werden. Durch den Ausfall unserer Telekommunikationsanlage war es uns bis jetzt noch nicht möglich, die Teilnahmebestätigungen für die Konferenz an die Teilnehmer aus Tokio, Moskau und New York zu faxen. Bitte schön, hier gebe ich Ihnen die Teilnehmerliste. Danke. Dafür möchte ich jetzt aber auch diese schöne D1-Karte hier haben. Ja, super. Und ab dafür.
was man in 10 Minuten alles so erleben kann. Es ist unglaublich. Dann würde ich sagen, setzen wir uns wieder in den. Ach nee, warte mal, hier oben. Oh, Videokonferenzraum, den wollen wir uns anschauen. Boah, top moderne Technik mit Monitoren. Die Monitore sind aus. Die Konferenz hat noch nicht begonnen. Kamera. Mit dieser Kamera wird die Sitzung übertragen. Französin. Sieht freundlich aus. Engländer. Scheint sich nicht wohl zu fühlen. Wir sprechen mit Engländer. Sorry. Sind Sie zuständig für Klimaanlage? Eigentlich nicht, aber was gibt's? Die Hitze ist terrible. Wie sagen Sie Deutsch furchtbar? Unter diesen Umständen bla 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 bla. Sprechen wir nochmal mit hier Französin. Vielleicht hat die auch was zu sagen. Ziemlich heiß hier drin. Allerdings, ich hoffe, es lässt sich ändern. Ja, okay, gut. Alle nicht sehr gesprächig. Wir gehen wieder zum Treppenhaus. Und dann würde ich sagen, klappern wir mal die anderen Stockwerke ab. Ab in den Aufzug. Und dann fahren wir mal zu dritten Stock. In den dritten Stock. Irgendwie geht diese verflixte Tür nicht auf. Wenn ich in dieses Stockwerk will, muss ich mir wohl einen anderen Weg nehmen. Na gut. Nehmen wir den zweiten Stock. Zweiter Stock, Weltraumforschung. Pizza für Jonas Wagner. Was haben wir? Ein Labor. Ein Bild, ein Bild, ein Bild. Ab ins Labor. Labor klingt spannend. Und rein da. Geräte. Betrachte Geräte. Ziemlich viel Hightech. Messgeräte, Sonden und was man sonst so braucht. Waschbecken. Waschbecken. Es ist schön sauber. Das ist unglaublich. Ein schönes Waschbecken ist das. Programmiererin. Ordentlich am Rumwuseln hier. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Ich quatsch sie einfach mal an. Ich wüsste nicht, worüber. Macht dann eben nicht. Dann geh doch wieder weg. Fahren wir halt in den ersten Stock. Bup. Aufzug. Und wir drücken wieder auf die Konsole, auf die 1 und es geht abwärts und wir gehen durch die Tür und dann haben wir wieder zwei Türen und ein Fahrrad und ein Kopierer und die Buchhaltung und überhaupt Telefonzentrale. Machen wir das doch mal zuerst. Deswegen sind wir doch eigentlich hier, oder? Auweia. Blaues Modul. Nimm blaues Modul. Nimm gelbes Modul. Gucke Verteilerschrank. Wir haben ganz viele Steckplätze. Oh oh. Oh oh. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das da rein muss. Ach Mann. Warte mal. Da war doch was. Benutze Karte mit D1. Hallo Irene. Ach, hallo Irene. Ja, genau. Ich sitze hier gerade bei der Umwelt. Bla, kein Problem. Ich verbinde. Telekom-Abteilung, technische Unterstützung, Peter Schmitz. Guten Tag, Herr Schmitz. Ich komme hier mit einer Verschaltung an der digitalen Vermittlungsstelle nicht weiter. Wie sieht denn die Anlage genau aus? Wie sieht die Anlage aus? Würde wohl eine Dell-Bezeichnung haben, oder? Die Steckplätze sind mit bla bla. Ups. Nein. Ich wollte nochmal. Ja, Irene, bla, U96 war am Ende, das weiß ich noch. Sie benötigen ein blaues, ein rotes und ein gelbes Modul. Blau auf A3, rote P1, blau, rot. Aha. Nochmal. Blau, rot, gelb. A3, P1, G3. Okay. Ich bin gespannt. Blau, 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 blau. A3. Rot. P1. Gelb. G3, ne? Geil.
Die digitale Vermittlungsstelle funktioniert wieder. Kein Problem. Die Verschaltung an der digitalen Vermittlungsstelle lernt man bei Telekom in der Ausbildung Kommunikationselektronik. Ist unglaublich, ne? Das Spiel ist schon so alt, den Beruf gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ich habe 99 IT-Systemelektroniker gelernt und der hat nämlich diesen Beruf, glaube ich, abgelöst. Aber es war auch nicht bei der Telekom. Egal. Egal. Zurück zum Treppenhaus. Warum ist das Ding überhaupt offen? Hier war ja noch irgendwas mit dem Kopierer. Was war denn da noch? Ich sollte ihn öffnen, um zu sehen, was da fehlt. Ja, hallo, öffnen. Papier, da hier fehlt Papier. Toner, hier fehlt Papier. Ah, okay. Benutze Papier mit Papier. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Toner. Fahrrad. Hat das Fahrrad Toner? Betrachte Fahrrad. Oh oh, oh oh, alles fehlt, alles kaputt. Kann ich damit mein Werkzeug was machen? Benutze Werkzeug mit Fahrrad. Ui, sieh da! Ups. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Hände weg von meinem Fahrrad. Ich lasse das dann lieber bleiben. Okay. Den Typen muss ich mir mal genauer anschauen. Der spinnt ja wohl. So, Buchhaltung. Akten, Tisch. Broschüre ist auch cool. Ha, BTX! Ich dreh frei. BTX! Damit kann man Informationen abrufen, Bestellungen aufgeben und noch einiges mehr. Ja. Videotext lesen ungefähr. Broschüren, aha. Von einem Bürohändler in der Stadt. Dort kann man sogar über BTX. Aha. Kugelschreiber. Wenn ich den vielleicht brauchen könnte, nimm den doch mit. Und der blöde Buchhalter. Oh, mit dem Sprechen hier. Guten Tag. Ja, bitte? Sie sind der Buchhalter? Ja. Sie haben ein schönes Büro. Was wollen Sie? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Sie haben wohl viel zu tun. Allerdings. Müssen Sie die ganze Buchhaltung... Ja, heute ist so viel zu tun, dass ich noch nicht einmal Zeit hatte, etwas aus der Kantine zu holen. Ich habe so Hunger. Auf eine Pizza. Warte mal. Warte. Benutze. Burp. Da habe ich doch ganz oben den Pizzadienst gesehen. Pizza Taxi Avanti, was darf es bitte sein? Ich hätte gerne eine große Fungi. Eine große, Sie? Yep. Geben Sie mir Ihre Adresse, bitte. Zur Stiftung Umwelt 2000. In den ersten Stock für die Buchhaltung. Sie. Erster Stock Buchhaltung. Vielen Dank für die Bestellung. Ciao. Tschüss. Klick, tut. So, jetzt haben wir den Pizza bestellt. Sagt er jetzt Danke? Ich wüsste nicht. Na toll. Tisch. Gucken wir uns den Tisch nochmal an. Da steht ein Monitor. Ja, super. Hilft uns nicht. Jetzt kann ich ja, aber ich habe ja hier diese Liste mit Faxnummern und könnte ich doch eigentlich Faxen machen. Wir fahren nochmal wieder ins Vorzimmer. Da war ja das Faxgerät, ne? Hallo, Aufzug. Mal gucken. Vierter Stock, Weltraumforschung. Tür. Vorzimmer. Faxgerät. Damit kann ich faxen. Benutze Einladungsschreiben mit Faxgerät. Ah! Benutze Faxliste. Schau Faxliste. Die letzte Nummer ist unleserlich. Ja, super. Warte. Wo sollte das hin? Schaue. WWF Tokio. Herr Nokamashi. Achso, warte, da war doch... Wieso muss ich die eigentlich immer da reinschieben, die Karte, Mann? Hier, da war doch Telekom Tokio. Telekom Tokio. Harakiri Yokomashi. Harakiri? Ist Harakiri nicht hier so? Ich steck mir was im Bauch und bring mich selbst um. Hier spricht... Ich brauche Ihre Hilfe. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche die Nummer eines... Faxnummer. Wie heißt denn Teilnehmer? Das ist die... Die Nummer lautet 0 bla 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 bla. Muss ich mir die aufschreiben? Ich schreibe mir die auf. Ich habe ja Stift und Z. Mist. Ich habe es immer noch nicht aufgeschrieben, übrigens, da.
Null, null, acht, 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 neun, sechs, sieben, vier, fünf. Ah, vielen Dank. Ja, super. Dann können wir jetzt nämlich Faxen machen. Benutze Einladung schreiben mit Faxgerät. Das ging aber schnell. Muss wohl ein Gerät der vierten Generation sein. Kein Problem. Kenntnisse über Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel Fax, lernt man bei Telekom in der Ausbildung Kauffrau, Kaufmann für Bürokommunikation. Heißt heute, glaube ich, IT-Systemkauffrau oder Kaufmann. Egal. Wir haben Faxen gemacht. Das ist schön. PC. Achso. Hatten wir alles schon. Feuerleiter, da hängt ein Schild. Ich glaube, ich muss da durch, oder? Ich weiß das nicht mehr. Ja, zum Treppenhaus. Wir haben auf jeden Fall gefaxt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Was sagt die Dame denn jetzt? Wir sprechen mal mit ihr. Bla 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 bla. Nun, wie kommen Sie voran? Sie wissen ja, uns bleibt nicht viel Zeit. Also, ich brauche Ihnen wohl nicht nochmals erklären, von welcher Wichtigkeit die geplante Videokonferenz ist. Sicher, ich gehe da mal wieder. Scheiß dazu, wie sie kriegen noch nichts auf die Kette. Immer musst du die treten, damit sie irgendwas machen. So. Ich gehe doch nochmal nach oben. Das Seil, irgendwie klingelt da was bei mir. Irgendwas war mit dem Seil. Hier hat sich auch nicht viel getan, ne? Sprich mit Engländer. Ach, die Klimakatastrophe, richtig. Ah, ich gehe mal nach die Klimaanlage kicken, wo? Eventuell können wir da ja was machen. Ach, Aufzug. Und wir fahren in den Keller. Nein, wir fahren ins Erdgeschoss. Im dritten Stock muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, ob ich da rein will und wenn ja, wie ich da reinkomme. So, Erdgeschoss. Zack, und wir nehmen die Treppe nach unten. In den Keller. Da, 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 da. Betrachte Klimaanlage. Ich betrachte die Klimaanlage. Argwöhnisch. Der Regler sieht beschädigt aus. Oh nein. Was hat denn diese seltsame Technikerin eigentlich gemacht? Sabotage. Benutze Werkzeug mit Klimaanlage. Kein Problem. Die Installation und Wartung technischer Gebäudeausrüstung lernt man bei Telekom in der Ausbildung Energieelektronik. Was bilden die denn nicht aus? Gut. Die Klimaanlage ist also wieder heile und gelernt ist gelernt. Sehr schön. Gibt's hier noch irgendwie was? Da war ich zwar gerade erst drinne. Nee, da gibt's nichts. Satellitenschüssel. Irgendwas war da mit dem Seil. Muss ich die nicht nachher noch? Ach, ja, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich erinnere mich ein bisschen. Nicht toll, aber ein bisschen. So, Klima läuft wieder. Sehr geil. Das habe ich ja super hingekriegt. Dann gehen wir hier gerade nochmal rein in die Kantine, ob sich da irgendwas geändert hat in meiner Abwesenheit. Da ist ein neuer Mann. Wir sprechen mit neuen Mann. Ist das nicht der aus der Buchhaltung? Ist der da gerade seine Pizza? Nee. Ach, lieber nicht. Ich möchte nicht stören. Ja, dann eben nicht. Oder ich kann ja mal mit ihr sprechen. Haha. Wo finde ich ihren Onkel? In Frankreich. Sie rufen ihn per Modem an. Wow. Kriege ich auch seine Nummer? Ah, Nummer. Guck. Bombe.
Das heißt, ich kann jetzt wieder in den vierten Stock. Oh, scheiße. Naja, heißt ja nicht umsonst Point and Click, ne? Man pointet und klickt. Wir reden nochmal mit dem Third, ne? Vielleicht hat der ja noch irgendwelche neuen Informationen. Nö, hat er nicht. So, benutze Aufzug. Und ab in den vierten Stock. Bing, 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 Tür. Da wollten wir hin, weil wir wollen ja eine Datenfernübertragung starten. Eine sogenannte DFÜ-Verbindung. PC. Achso, Mist. Vielleicht einfach mal benutzen. Ich brauche wohl eine Systemdiskette. Willst du mich verarschen? Echt? Wo finde ich die denn jetzt? Jetzt muss ich eine Systemdiskette finden. Ja gut, das hatten wir schon. Welche Stufe? Wo finde ich wohl eine Systemdiskette? Ich würde es erstmal beim Programmierer versuchen oder ich muss zusehen, dass ich irgendwie in den dritten Stock komme. Bam, bam. Wir versuchen es gerade nochmal. Ne, gut. Konsole. Programmierer, zweiter Stock, ne? Ich glaube ja. Wir gucken. Boom, schakalaka. Da ist das Büro, das Labor meine ich, nicht das Büro. Hast du wohl eine Systemdiskette für mich? Liebe Programmiererin? Ah. Ich hab da ein Problem. Ich auch. Och, Mann. Was ist denn? So weit waren wir doch schon. Was hoffe ich? Yeah, ich habe eine Systemdiskette bekommen. Sys. Das war noch Zeit, ne? Als das System auf einer Diskette installiert werden, von einer Diskette installiert werden konnte. Boah, ist das der Hammer. Also wieder in den vierten Stock. Man, gut, die Treppen sind gesperrt. So, Bums, wieder la, Vorzimmer. Und jetzt hier, benutze Diskette mit geilem PC. Benutze System mit Pütze. Ah, da ist er ja. Jetzt schauen wir mal auf der Festplatte nach, ob wir da... Ah, was ist das? Ein Terminalprogramm für das eingebaute Modem? Starten wir doch gleich mal. Das Terminalprogramm will zuerst ein Passwort haben, bevor man etwas machen kann. So, so, wo finde ich jetzt ein passendes Wort? Ja, wenn ich das wüsste... Das ist wahrscheinlich die Datentypistin gewesen. Oder? Irgendjemand in der Kantine wird das schon wissen. Minuten. Spielen wir das jetzt schon? Ich sage immer wir, weil in Gedanken spielt ihr ja mit. Na toll, alle weg. Wen soll ich denn jetzt hier fragen? Och Mann, oh. Das finde ich jetzt doof. Dann will ich nochmal in den ersten Stock, in die Buchhaltung. Und Toner habe ich ja auch noch nicht, ne? Kann ich mit dem jetzt gerade nochmal schnacken? Hallo? Ist da jemand? Nö. Ich habe auch immer noch so ein lustiges grünes Modul. Was soll ich damit wohl machen? Mal Alarm drücken. Erster Stock.
Tür. Ein Kopierer. Fehlt immer noch, ne? Da fehlt immer noch der Toner. Das ist nicht gut. Ich gehe nochmal in die Buchhaltung. Hat er seine Pizza jetzt eigentlich mittlerweile erhalten? Müsste er, ja. Ah, er ist gerade am Pizza essen. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt gerade nochmal mit ihm sprechen. Nö. Benutze BTX. Ach, kann ich Toner bestellen? Klar. Ich bin so gut. Kein Problem. Kenntnisse über Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel BTX, lernt man in der Telekom. Bei der Telekom in der Ausbildung hatten wir schon. Gut. Wann kommt der Toner, bitte? Jetzt? Vor allem kann ich da einfach mal so im Auftrag anderer Leute Toner bestellen. Das ist doch super. Kopiere, betrachte den Kopierer. Ist der Toner schon da? Nein, der Toner ist aber bestellt. So, mit dem Fahrrad. Achso, vielleicht kann er jetzt, weil er... Ah, warte mal, er ist ja jetzt am Vorderen. Dann kann ich jetzt hier lustig dran rumschrauben. Denke ich. Mal sehen, ob ich das Fahrrad nicht wenigstens... Oh! ja, wir nehmen mal einfach alles mit, was hier so rumliegt. Lalala, ich habe das Fahrrad kaputt gemacht. Oh oh, wenn das der Buchhalter sieht. Umbringen wird er mich. So, mehr kann ich hier aber tatsächlich nicht nehmen, ne? Ich muss auch irgendwie in den dritten Stock kommen. Wie war das noch? Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt gerade alle vor den Monitoren und fasst euch an den Kopf. Wie dusselig ich doch bin. Ja, ich wollte ja auch eigentlich... Was war jetzt im zweiten Programmierer? Dann muss ich in den vierten ins Vorzimmer. Da war das offene Fenster, genau. Vielleicht kann ich das ja irgendwie alles heile reparieren. Der hatte doch auch noch irgendwas hier mit sich, mit dem... damit auf sich. Kann ich dem irgendwas geben? Gib Kugelschreiber. Nein. Will er nicht. Nein. Computer sagt nein. Benutze Werkzeug mit Feuerleiter. Nein, danke. Oh. Mist. Benutze Seil mit Feuerleiter. Ich wüsste nicht wie. Benutze Leiter mit Feuerleiter. Nein, ich will nicht. Was ist denn, wenn ich im vierten Stock das Dach vom Aufzug aufmache? Ach so, ja. Benutze Leiter. Zack. Decke. Nee. Steuerelektrik. Gut, so kommen wir nicht weiter. Schließe Decke, nimm Leiter und drücke Alarm. Dritter Stock und Alarm drücken. Achso, benutze. Oh, weil ich da raus will. Denk, was habe ich denn hier alles? Weiß ich nicht, sollten wir? Am Ende mache ich bloß noch was kaputt. Benutze Werkzeug mit... Bam! Wieso? Ist doch in Ordnung. Und wieso kann ich 110 rufen? Wir fahren nochmal ins Erdgeschoss. Das nützt ja nichts. Auch wenn ich glaube, dass ich mich ein wenig... Guck! Ja, habe ich. Gib mir. Dankeschön. Na, guck mal. Und ich muss ja auch die Datenübertragung noch machen, damit ich nämlich in die Lüftung reinkomme. Genau. Und dann kann ich wahrscheinlich in den dritten Stock krabbeln. Wie geil ist das denn? Wo stand jetzt der Toner?
Erster Stock. Jo, kopiere. Und jetzt benutze Toner mit Tonerhalter zurück. Schließe, kopiere. Der Kopierer ist einsatzbereit. Yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby, yeah. So, ich würde sagen, wir machen mal einfach weiter. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte ins Vorzimmer. Ich brauche dieses blöde Passwort noch, ne? Buchhaltung. Ich brauche das blöde Passwort noch. Deswegen ging das mit der DFÜ-Geschichte nicht. Wo kriege ich denn das Passwort her? Ob die Dame jetzt wieder da ist? Richtig, ich war nach unten gegangen. Irgendwo muss ich das Passwort für den Rechner herbekommen. Vielleicht weiß ja die Geschäftsführerin was darüber. Wir lassen uns überraschen. Ich gehe erst nochmal wieder hier rein. Vielleicht ist ja die Tuse wieder da. Hier die Datentype. Nein, ist sie nicht. Gut. Dann gehen wir. Mal sind die da, mal sind die nicht da. Na gut, dann nicht. Gib mir das Passwort. Nun, Och Mann. Ich brauch doch bloß das Passwort. Irgendwas ist auch mit dem Boden, Junge, ne? Oh Mann. Okay. So geht es natürlich auch. Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? Wir nehmen einfach mal FCKW, falsches Passwort. Recycling. Achso, scheiße, ich wollte Recycling anklicken. Falsches Passwort. Oh. Hacken lernt man also auch. Das ist doch alles das falsche Passwort. Das wird so nicht funktionieren. Ja, was machen wir denn jetzt? So ein Mist. Ich will doch nur das Passwort haben. Ja, doch nochmal mit dem Kasper hier sprechen, ne? Sprich mit Boten, Junge. Gib mir nochmal deinen Klotztriss. Na komm. Ach, guck mal. Kennst du dich mit? So ein bisschen, sagt er. Warum kann ich dir vielleicht helfen? Ich versuche gerade das Terminalprogramm auf dem PC zu starten, aber ich kenne das Passwort nicht. Bad luck. Oder hilft wohl nur ausprobieren. Schlaumeier, hast du irgendwelche Vorschläge? Versuch es mal mit Umwelt. Ah, guck mal. Klaus Günther. Genau. So heißt der Mann unserer Geschäfts. Ach so. Aber warte mal, das ist doch das Vorzimmer. So, die Vorzimmerdame hat also offenbar ein Verhältnis mit Klaus Günther, dem Mann der Geschäftsführerin. Benutze PC. Nehmen wir Umweltschutz, würde ich sagen. Falsches Passwort. Computer sagt nein. Dann nehmen wir doch nochmal Klaus Günther. Falsches Passwort. Benutze PC. Und dann nehmen wir mal Schildkröte. Falsches Passwort. Wahrscheinlich ist es das letzte, das ich nehme. Grüner Punkt, falsches Passwort. Dann bleibt jetzt nicht mehr viel und wir nehmen Umwelt, falsches Passwort. Dann will ich nochmal wieder mit dem Kasper reden. Mal gucken, was dann passiert. Sprich mit Botenjungen. Wenn das doch alles. Na, du schon wieder, hat wohl nicht geklappt. Die Zeit läuft mir davon. Mobilfunk, Fangschaltung, hört sich seltsam an. Übrigens mit deinem Klospritz. Schon neuer Rekord? Nein, haben die ganze Zeit Passwörter überlegt. Wie wär's mit Sabotage? Aha. Dann mal wieder hin, ne? Oha, das kann dauern. Benutze PC. Komm, wir nehmen gleich Sabotage. Warte. Oh, korrekt? Ja, wie geil.
Sabotage. Also das war bestimmt nicht das ursprüngliche Passwort für diesen PC. Nee, das glaube ich auch nicht. Zuerst das Betriebssystem löschen, dann noch das Passwort verändern. Wie geht das eigentlich? Wenn man erst das Betriebssystem löscht, ich habe das Betriebssystem neu aufgespielt, dann dürfte da eigentlich kein Passwort mehr drin sein. Für mein Verständnis. Anyway. So, wen soll ich jetzt anklingeln? Das war doch diese lange Nummer. Mist. Irgendwas in Frankreich. Ist das eine Frankreich-Vorwahl? Ich glaube ja. Connect 14400. Na also, das hat ja funktioniert. Ja, großartig. Habe ich jetzt die Baupläne? Ach so. Erklärend, mein Name ist Tipp, 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 Pläne senden, Tipp, da kommt was, Tipp, Tipp, herzlichen Dank, bye, bitte, bla. Ah ja, jetzt dürfte ich doch auch den Drucker benutzen können, oder? Jetzt habe ich endlich den Bauplan. Yeah, dann kann ich mich doch eigentlich jetzt in die, achso, Aufzug, in den Lüftungsschacht stürzen. Erdgeschoss. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir auf Ebene 3 kommen. Ist das spannend? So, zum Treppenhaus. Und dann geht es in den Keller. So, und in dem Keller geht es in den Lüftungsschacht. Und dann bin ich gespannt. Ohne einen guten Plan. Ich habe doch aber einen guten Plan, oder? Schaue. Bauplan. Das ist genau, was ich brauche. Oh. Er kann kein Französisch lesen. Das heißt, wir müssen uns jetzt von der Französin im Videokonferenzraum helfen lassen. Und dazu müssen wir wieder in den Aufzug und dann wieder in den vierten Stock und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Mann, hätte ich mir den bloß mal vorher angeguckt. Weiß der vorher nicht. Konsole, vierter Stock. Tür und durch da. Und zum Videokonferenzraum, weil es so viel Spaß macht. Und jetzt sprich mit oder benutze mit. Mal gucken, was passiert. Vielleicht können Sie mir helfen. Oh, wieso nicht? Sprich mit und ich habe da ein Problem. Das sagten Sie bereits. Zeigen Sie mal her. Das dürfte wohl kein Problem sein. So, kommen Sie jetzt besser damit zurecht? Ja, vielen Dank. Yeah, jetzt wollen wir mal gucken, ob er hier auch zufrieden ist, nachdem ich die Klimaanlage repariert habe. Hallo, schönes Wetter, isn't it? Das Wetter soll bleiben so. Ich hoffe sehr. Oh, nochmal. Guten Tag. Ah, schon wieder Wetter. Na gut. Dann würde ich sagen. Nein, noch nicht. Egal. Schaue Pläne. Gut. Scheint jetzt zu klappen. Er hat kein Problem mehr mit die französische Sprache. Ab in den Aufzug und ab nach unten. So, dann klicken wir wieder auf das E. E wie Erdgeschoss. Und ab in den Keller. Mal wieder. Und jetzt aber in den Lüftungsschacht. Bitte, bitte, bitte. Ja. Oh. Ganz schön dunkel. Knirsch. Ups, was war das? Ach so. Klonk. Ein Glück, dass ich die Baupläne vorher durchgelesen habe. Ganz schön eng. Jetzt den rechts. Hier nach oben. Ah, dieses verflixte Gitter quietscht.
Will einfach nicht. Klonk. Nee, rock, rock, rock. Aufgehen. Also hier gehe ich mit Sicherheit nicht mehr durch. Na, endlich. Gut, das sieht jetzt nach dritter Etage aus. Eigentlich hatte ich jetzt erwartet, dass hier so ein Fenster kommt, so. Durch Lüftungsschächte kriechen lernt man bei der Telekom im Ausbildungsberuf. Was weiß ich denn? Schachtkriecher. Guck mal hier, Tarnanzug. Was ist denn das? Aha, kann ich den mitnehmen? Nimm Tarnanzug. Tatsächlich. Oh, Funkgerät. Nimm Funkgerät. Warum sollte ich es denn überall mit mir herumschleifen? Da kommt ein Funkgerät, ist ja jetzt nicht so groß, oder? Benutzer Funkgerät. Ich sollte mich vorher noch genauer umsehen. Zettel. Mal was anzetteln. Igor war hier. So, so. Ach, total lustig. So, was soll ich mir jetzt hier noch ansehen? Hier ist das sonst nichts. Benutze. Nimm Zettel. Das ist Igors Zettel. Okay, Igor. Benutze Funkgerät. Jetzt habe ich mich doch aber schon weiter umgesehen. Ach so. Ich sollte mich hier vorher noch etwas umsehen. Ja, was ist denn hier noch? Hier ist doch sonst nichts. Ich würde das Funkgerät jetzt einfach nehmen und sagen, so, pass mal auf, hier ist Igor. Kriege ich die Tür hier auf? Ja. Mal gucken, was da im Treppenhaus noch so ist. Oh. 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 Schaue, Briefumschlag. Warum steht da jetzt Betrachte? Ich habe doch auf Schaue geklickt. Den sollte ich mir vielleicht einmal näher ansehen. Ja, der Manteau. Achso, nimm Briefumschlag, Schaue, Briefumschlag. Ein Störbrief. Das Schreiben lautet Satellitenanlage erfolgreich sabotiert. Erwarten weitere Anweisungen. Ach, sowas wird mittlerweile per Post verschickt. Der Briefkopf besteht aus dem Wort Stör und einem schwarzen Handschuh als Logo. Yeah. Zum WC. Gehen wir doch erstmal aufs Klo. Die ganze Zeit hin und her gelaufen. Da muss auch mal kurz Wasser gelassen werden. Ah, hier werde ich wenigstens von niemandem gestört. Dann werden wir mal die Kleider raschelwärts ausziehen, knister. So, jetzt den Tarnanzug. Aha. Der kratzt ja. Ja, wenigstens bin ich jetzt gut getarnt. Oh, super. Tatsache, guck dir das an, Alter. Gehen wir erstmal ins Hauptquartier, wa? Ey, guck mal, voll der Tarnanzug. Geilomat. Was machst du denn hier? Guck, hier ist die Störhauptzentrale, Alter. Es war doch geplant, dass sich hier niemand mehr vom ersten Team aufhalten soll. Blöde Frage, wer bist du überhaupt? Oh. Oh. Ich glaube, das habe ich jetzt falsch gemacht. Mal gucken. Aha. Na toll. Einen Sack über den Kopf gekriegt. Na toll, das habe ich jetzt wohl richtig verkackt, wa? Versprochen. Jetzt verarsche ich den. Oh oh. Oh oh. Finde ich auch. Ah. Langweilig. Willst mich hinters Licht führen, was? Nein. Niemals. Da ist eine Treppe. Wir sind auch schon da. Hey, Moment, soll ich hier vielleicht verschimmeln? Na gut, ich lasse die Tür auf, aber erst bis 110, bevor du rausgehst. Ja, natürlich. Na gut.
Ey, am Arsch jetzt oder was? Ah. Wir von Telekom sind nun mal fix. Quietsch. Trappel, trappel, trappel. Ah, wer ist weg? 99, 100, ich komme. So, kann ich jetzt mal die Augen wieder aufmachen? Ach, ich bin im Keller, ja super. So, das habe ich ja jetzt irgendwie so richtig verkackt. So ein Mist. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ach so, warte, Moment. Moment. Lüftungsschacht. Mit viel Glück lande ich dann jetzt wieder in diesem Büro, kann mir wieder den Tarnanzug anziehen. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Es tut mir leid. Man kann das auch nicht wirklich abkürzen. Leider. Das heißt, wenn ich jetzt gleich diesen Tarnanzug anhabe und wieder bei Igor und seinem Chef im Büro stehe, muss ich mich diesmal ein wenig cleverer anstellen. Mist. So, haben wir es jetzt hier? Ja, da ist er wieder. Guck, nimm Tarnanzug. Schaue, Zettel. Hier gibt's echt nicht mehr. Igor war hier. Ja, dann ab ins WC, ziehen wir uns um. Pipapo. So, rein da. Das können wir wenigstens abkürzen. Den Brief habe ich noch. Schaue, Brief. Gehe ich erst ins Besprechungszimmer oder jetzt erst ins Hauptquartier? Ich gehe erstmal ins Besprechungszimmer. Vielleicht finde ich ja weitere Informationen, die mir helfen, eine Fake-Identität aufzubauen. Aber wollen wir mal schauen? Ach, hier, guck mal, sogar ein Schlüssel. Wow. Nimm Schlüssel. Nimm Diskette. Nein. Sonst gibt's hier nichts. Nimm Treppenhaus. Benutze Schlüssel mit Hauptquartier. Kann ich die einschließen? Oh, ich kann die nicht einschließen. Brauchte ich irgendwo einen Schlüssel für? Nee, ne? Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Naja, egal, wir gehen da jetzt nochmal rein. Es kann ja nur schlimmer werden. Was machst du denn hier? Jetzt muss ich mir aber wirklich mal was ausdenken. Es war doch geplant, dass sich hier niemand mehr vom ersten Team aufhalten soll. Klaro, aber ich musste dringend auf die Toilette. Sag mal, spinnst du? Du riskierst die ganze Aktion, weil du mal musst? Da stimmt doch was nicht. Och, nö. Och, Leute, wollt ihr mich verkaspern oder was? Es geht die ganze Kacke. Entschuldigung, scheiße schon. Nein, wieder los. Und das kann man jetzt auch wieder nicht wegklicken. Ach, Mann. Das ist doch echt doof. Raschel, raschel, raschel. Riss, rass, hier ist die Uniform. Geht's wieder in den Keller runter? Also, das sag ich nicht. Er ist ja clever, ne? Na gut, wir gehen wieder in den Keller. Och, Leute, echt. Ich hätte ein Hirn wie ein Sieb, ja. Ich fühle mich gerade ähnlich. Kann nicht so schwer sein, an diesem Boss da vorbeizukommen. Oh, wieso kann man das nicht abkürzen? Der Boss hat mir gesagt, ich soll lieber nie was fragen, sondern tun, was er mir sagt. Ja,
1, 2, 3, 33, 41, 77. Wuff, Mann, Mann. Zähl da nicht immer so schnell. Quietsch. Trappel, trappel. Ah, er ist weg. Juhu, 99, 100. Und wir sind wieder bei der Satellitenschüssel. Jetzt versuchen wir es nochmal. Zur Abstellkammer. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Haben wir jetzt schon zweimal gelesen alles. Muss ich jetzt nicht noch ein drittes Mal mit erzählen. Das Gitter müsste doch eigentlich mittlerweile daueroffen sein. Na, endlich. Nimm Tarnanzug. Den Zettel brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal angucken. Dann gehen wir mal gleich zum WC. So. Ist weggeklickt, wieder da rein, wieder palabern. Was machst du denn hier? Ich ziehe die Nummer mit dem Klo jetzt nochmal durch. Nehmen wir mal keinen Grund, mich anzumachen. Spielt ja keine Rolle, ich muss mich beeilen. Immer Kommandozentrale. Und wo ist der Pilot? Na, auf dem Dach. Nimm die Feuerleiter. Lass dich nicht von dem Schild irritieren. Ah, das haben wir zur Tarnung angebracht. Ach, guck an. Yes, 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 yes. Ich kann auf das Dach. Ich kann auf das Dach. Wie komme ich denn jetzt auf das Dach? Das war doch... Kann ich den Aufzug von hier aus benutzen? Geht das wohl? Oh. Ach ja, zieh dich mal lieber wieder um, nicht, dass die Leute auf den anderen Ebenen noch Angst bekommen. Dann zieh dich doch auch um. Und warte. So. Dann gehe ich mal zum Aufzug jetzt. So, rein da. Moment. Ah, ich muss nicht mehr durch den Lüftungsschacht. Die Feuerleiter war, ja, im vierten Stock, richtig, bei der Vorzimmerdame. So, Feuerleiter. Hubschrauber, Pilot. Betrachte Pilot. Oh, ärgerlich, dass der hier oben rumsteht. Sprechen wir mal mit Pilot. Na, seid ihr soweit? Eins von den beiden jetzt hier. Das soll ich dir glauben. Und einen schriftlichen Befehl. Ah, guck mal hier. Benutze. Wo ist der Brief? Brief mit Pilot. Ich wüsste nicht wie. Gib Brief. Was stand da noch drin? Schaue Brief. Ah. Ich spreche nochmal mit dem Piloten. Es war schiefgelaufen. Keine Zeit für Witze. Oh, Mann. Alter, was will der denn? Sprich mit Pilot. Seid ihr soweit? Nein, dauert noch einen Moment. Beeilt euch. Mann. Anscheinend beschädigt. Wie werde ich den denn los? Wie werde ich den denn los?
Ach, warum bringt uns das nicht weiter? Wieso, was will der denn Schriftliches von mir haben? So ein Sheet. Kann ich so ein Schriftstück nicht am Kopierer faken? Ich habe das Stirlo, ich habe einen Stift und einen Zettel. Das war im zweiten Stock, ne? Nein. Am ersten Stock. Mist. So. Vielleicht kann ich mir da ja irgend so ein offizielles Bekennerschreiben basteln. Benutze. Nee. Benutze Brief mit Kopierer. Haha, kein Problem. Der tägliche Umgang mit Fälscherwerkzeug ist ein Bestandteil der Ausbildung bei Telekom. Super. Benutze Stift mit blanker Brief. Was schreibe ich jetzt am besten? Befehl vom Chef. Bla bla bla. Anweisung für Helikopter. Sofort starten. Planquadrat. Bla. Hubschrauber sofort. Bla. Nehmen wir das hier. Kritzel, kritzel. So, fertig. Ab in den Aufzug. Na, guck mal einer an. Was sind wir doch für ein cleveres Kerlchen. So. Was man bei der Telekom alles lernt. Unglaublich. Und wieder zur Feuerleiter. Und über die Feuerleiter wieder aufs Dach zum Piloten. Benutze irgendwelche Fälschungen. Oh, komm, sprich mit Pilot. Sprich mit Pilot. Na, seid ihr jetzt soweit? Hubschrauberaktion ist abgeblasen. Ich glaub's einfach nicht. Hier ist es schwarz auf weiß. Und jetzt ab mit dir. Vielleicht solltest du lieber vom Dach gehen, sonst blase ich dich womöglich noch runter. Alles klar, dann gehen wir wieder zur Feuerleiter in das Vorzimmer. Und danach gleich wieder nach oben. Vielleicht hilft es, ja. So. Bäm. Satellitenschüssel, Geländer. Genau. Und jetzt kann ich nämlich gleich lustig basteln. Eine genauere Untersuchung zeigt, dass die Satellitenschüssel so stark beschädigt ist, dass ich sie nicht mehr reparieren kann. Kann ich die irgendwie benutzen? Satellitenschüssel, achso. Nimm Satellitenschüssel, ein bisschen schwer, sie soll ja nur ab. Aber ich glaube, jetzt hatte ich hier benutze Gabel mit Geländer. Irgendwie könnte ich mir hier nämlich eine Seilzuganlage bauen und die Satellitenschüssel, die unten liegt, hochziehen. Ah, mal wieder das Unmögliche möglich gemacht, tatsächlich. Lügt doch nicht. Benutze Gabel mit Felge. Ah. Benutze Seil mit Felge. So. Mit dem Seil habe ich eine Zugrolle. Das meine ich, genau. Aber wofür war denn jetzt noch die Gabel? Benutze Gabel mit Zugrolle. Ha! Flaschenzug. So rum. Und jetzt kann ich nämlich wieder ganz nach unten. Und die Satellitenschüssel aus dem Keller an das Seil, welches durch das Fenster gefallen ist, festtüren. Ihr wisst, was ich meine. Wir schauen uns das einfach mal live an. Sobald wir denn im Erdgeschoss angekommen sind, durch die Tür in die Vorhalle und zum Treppenhaus gekommen sind. Düng, 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 düng. So. Eigentlich wollte ich in einer Stunde durch sein mit dem Spiel. Hat nicht ganz geklappt. Macht ja aber gar nichts. Solange wir Spaß haben. So, da, Haken. Benutze Satellitenschüssel mit Fenster. Es war nicht gerade einfach, aber die alte Satellitenschüssel hängt jetzt am Flaschenzug. Dann können wir wieder ganz nach oben. Was für eine Rennerei da.
Was müssen die Azubis bei der Telekom doch fit sein? Ich habe übrigens noch nie einen Telekom-Techniker mit blauer Hose und weißer Jacke gesehen. Noch nie. Also zumindest nicht in Dienstkleidung. Schneller. Lauf. Und wieder in den vierten Stock. Vielleicht sollte die Telekom überlegen, das nächste Mal zwei Leute zu schicken, wenn es um Umwelt 2000 geht. Das Gebäude ist ein bisschen größer. Und gerade bei solchen Aktionen ist es immer praktischer, wenn man zu zweit ist. Benutze Flaschenzug. Los, zieh hoch die Schüssel. Selbst mit dem Flaschenzug ist die Schüssel ganz schön schwer. Oh, jetzt ist sie getauscht, oder was? Ach so, da muss ich gar nicht selber mehr machen? Wie uncool. Muss nur noch angeschlossen werden. Wie jetzt? Benutze Werkzeug mit Satellitenschüssel? Kein Problem. Den Anschluss von Satellitenanlagen und Antennen lernt man bei der Telekom in der Ausbildung Kommunikationselektronik. Ist der Hammer. So. Läuft. Dann kann ich ja jetzt in den Videokonferenzraum und einmal einen Test machen. Das wäre der Hammer, wenn das funktionieren täte. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wofür ich den Schlüssel brauche. Aber hey, erstmal haben, ne? Haben ist besser als brauchen. Boah. Wir haben hier ständig irgendwelche Empfangsstörungen. Hm, tatsächlich, das ist wie verhext. Ah, ich weiß es sogar. Was denn jetzt wieder los? Gehe ich jetzt nochmal wieder nach oben, oder was? Ich gucke mir auf jeden Fall die Anlage nochmal an. Hier ist alles in Ordnung. Würde man meinen. Okay. Ja, oh, mal kicken hier, Treppenhaus, Mann, Sitzgruppe, ich glaube, ich muss nochmal zu diesen Verbrechern. Dritter Stock. Vielleicht sind die da irgendwie noch am Rumfuschen. Ich sollte mich aber vorher wieder umziehen. Das Funkgerät, ich habe mit dem Funkgerät noch gar nichts gemacht. So, jetzt bin ich wieder... Na, egal. Jetzt ist er schon wieder umgezogen. Funkgerät. Nochmal benutzen. Geht das denn jetzt? Hm. Besprechungszimmer. 10 Minuten... Wo auch immer das Besprechungszimmer ist. Ach, warte mal. Wenn die da jetzt drinne sind. Ich glaube, da war was. Ich meine, mich zu erinnern.
Die Stör ist jetzt eingesperrt. Wie geil ist das denn? Dann könnte ich da doch jetzt rein, oder? Oh. Mann da. Komm her jetzt hier. Ab in das Hauptquartier. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Störsender, die dafür sorgen, dass Madame nicht einwandfrei ihre Konferenz hier. Achso, okay. Also ziehe ich mich erneut um. In meinem Telefon war, glaube ich, noch die 110 gespeichert. Ich glaube, das wäre der perfekte Moment, dort mal anzurufen. Benutze Karte mit Telefon. Hier, 110. Schimonski am Apparat. Mein Name ist B. Ich brauche Ihre Hilfe. Was ist denn passiert? Die Stiftung Umwelt 2000 wurde sabotiert. Was meinen Sie mit... Oh. Ich muss nur noch die Kollegen... Tanne, kein Scherz, Spaßvogel. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, können wir jetzt nochmal gucken, nachdem wir die Kerle hier eingesperrt haben, ob der Empfang der Signale im Videokonferenzraum besser geworden ist. Ab zum Videokonferenzraum. Und wehe, das funktioniert nicht. Es funktioniert alles wunderbar. Die Konferenz ist gerettet. Freut mich, dann werde ich jetzt mal wieder gehen. Ihre Bescheidenheit ehrt Sie, aber Sie gestatten mir doch vorher, Ihnen meinen Dank auszusprechen. Ich habe doch nur... Kommen Sie, Sie haben doch von mir getan. Telekom kann stolz auf Sie sein. Oder sind alle Ihre Kolleginnen und Kollegen so auf Draht? Klar. Ich muss jetzt gehen. Der Tag ist lang, es gibt noch mehr für mich. Oh Gott. Nein, natürlich nicht. Aber wenn Sie uns rufen, sind wir sofort da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und viel Glück weiterhin. Telekom Service Mitarbeiter schwer auf Zack. Dem mutigen Eingreifen eines Service Mitarbeiters von Telekom verdankt die Kriminalpolizei einen sensationellen Fang. Mehrere führende Köpfe der Stör konnten gestern verhaftet werden, nachdem der Mitarbeiter sie eingesperrt hatte. Die Gangster versuchten, eine internationale Videokonferenz zu verhindern, hatten aber nicht mit dem gewitzten Telekom Service Mitarbeiter gerechnet. Fortsetzung auf Seite 3. Leute, das ist der Hammer. Ja. Damit geht eine wunderbare Adventure-Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich suche mir jetzt das nächste Spiel und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen, wenn ihr mögt. Ja, Projektleitung Telekom, Willi Scheidt hat das also verbrochen. Technische Betreuung, Marian Wroczek. Softwareproduzent Art Department. Art Department hat jede Menge Werbespiele gemacht. Ich suche mir jetzt einfach mal das nächste raus. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder. Bis dahin. Tschüss.